Rasier dir aber trotzdem den Arsch nicht. Finde ich jetzt schon irgendwie schade. Leute, ganz kurzes Vorwort. Wir machen im folgenden Video ein paar Witze über die Familie Lombardi, die sich ja momentan ultra beefen, also Petro und Sarah. Da ist auf keinen Fall irgendwas böse gemeint. Das Ding ist nur, wir finden es mega lustig, wie Petro das ausdrückt. Und deswegen verarschen wir das so ein klein bisschen. Leute, Fremdgehen ist mega scheiße, was die da abgezogen haben. Ist einfach kacke, ich will jetzt aber auch nicht meine Meinung dazu preisgeben. Deswegen, Leute, nimmt sich zu ernst, für, weil ich ganz genau weiß, es wird 100% jemanden geben, der mir in die Kommentare schreibt, was seid ihr für mich. Ja, egal. Jetzt viel Spaß, Leute. Jo Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hättest du eher? Heute mal zusammen mit dem Typen, der ich schwöre, du fix meinen Ruf. Digga, du fix mal, ich wollte ihn gerade bringen, ich schwöre, ich wollte ihn gerade. Digga, du fix meinen Ruf, nicht deinen, verstehst du? Ich schwöre auf mein Kind. Grüße gehen an der Stelle raus an Familie Lombardi. Scheinbar echt ganz nette Leute zu sein, du. Bleibst auf jeden Fall. Thumbnail kannst du jetzt auf jeden Fall reinhauen, Alter. Ja, Leute, wir machen heute nochmal Hättest du eher. Habt ihr ja gerade schon mitbekommen. Und ich würde sagen, wir labern nicht einfach rum. Ich habe mir schon wieder. Junge, ich werde die so zerstören, die Hälfte. Oh, jetzt geht's wieder los, Alter. Weißt du was? Weißt du was? Ich hab dich auch. Ich werde dich auch kaputt machen. Daniel? Ich werde dich ficken des Muttersohnes Vaters. Okay. Okay, also ich hau jetzt mal den ersten raus und der wird dich jetzt wieder ganz gediegen kommen. Mach! Und zwar, ich weiß nicht, ob der echt so hart ist, aber würdest du, also jetzt eine würdest du Frage, würdest du mir eher den Arsch rasieren oder würdest du deiner Freundin fremdgehen? Hä, was bist du für ein Spasti, Alter? Ich würde den Arsch rasieren, aber richtig, Alter. Und danach würde ich den ablecken, Alter. Alles klar. Das hätte ich gemacht, Alter. Ja, nice, und da wollte ich eigentlich ja nur drauf hinaus. Brauchst du eine Rasur oder was ist da los, Digga? Ja, schon, also wenn wir uns nochmal sehen, kannst du gerne vorbeikommen. Oder ich rasier deinen Arsch, Alter. Geil! Spaß, okay, Alter. Was für eine behinderte Frage. Egal. Ja. Würdest du lieber 10 Jahre im Knast sein oder den Rest deines Lebens mit Katja Krasavage erleben? Du Hurensohn. Es ist schwer, wa? Es ist schwer, ich weiß. Nein, also ich würde in den Knast gehen. Und du? 10 Jahre. Und du? Ich würde in den Knast gehen. Ja, ja, das ist so Freundin live. Ja, ja, läuft. Läuft, läuft, läuft. Ja, komm, okay, ich hau mal nächsten raus. Und zwar Bar, Junge, wie komme ich auf so einen Scheiß? Hättest du eher Arschwasser bis... Bar, Junge, Bar, Junge. Halt's Maul. Hättest du eher Arschwasser bis zum geht nicht mehr, also dir läuft da hinten alles runter. Okay. Oder... dauerhaft mega dicke Schweißflecken überall am ganzen Körper. Guck mal, das Ding ist, du hast jetzt schon zwei Arschfrage. Irgendwas ist mit deinem Arsch los. Entweder du warst im Knast, hast Seife fallen lassen, ne? Hast Haare am Arsch, alles säuft da unten bei dir, Alter, oder irgendwas ist halt los. Doch dein Maul, Digga. Digga, ja, ich würde am Arsch richtig schwitzen, Alter. Oh, das würde ich machen. Geil, Digga, ja, würde ich aber auch machen, weil der Rest vom Körper, das wäre ultra scheiße. Ich würde mir einfach Schwämme in meinen Arsch packen und dann würden die aufsaugen. Halt doch dein Maul. Du lieber eine überkrasse Stimme oder Simon Desius Abos? Boah. Abos sind Abos, würde ich mal sagen. Tschüss. Ja, du kannst auch Abos sagen, du hast schon eine krasse Stimme. Oh, danke, Bruder. Rasier dir aber trotzdem den Arsch nicht. Finde ich jetzt schon irgendwie schade. Ich würde sagen, aber den nächsten schnell raus, sonst sind die Aufnahmen futsch. Würdest du eher direkt die Polizei rufen, wenn ich dich schubse, oder würdest du auf dein Kind schwören, dass ich dich ficke? Ja, sag mal. Hallo. Ich würde dich Pedro? Ficken, Alter. Ich würde dich ficken, Alter. Ich hab dein Mutters Vater. Ich will, ich werd dein Mutters Vaters Sohn, deren Sohn, dann ficken. Das ist mein Ruf, nicht deiner. Du machst meinen Ruf kaputt. Okay, ich mache die nächste Frage und das ist ja auch die letzte, glaube ich. Ja, würdest was? Du lieber dein Aussehen verändern oder das deiner Freundin? Mein Aussehen. Okay. Boah, da hast du aber lange nachgedacht, mein Freund, wa? Da hast du aber lange nachgedacht. Hä, nein, natürlich mein, Digga. Hast du? Hä, Alter? Junge, was ist denn falsch mit dir? Hä, und sag, was würdest du machen? Ich würde mein Aussehen verändern, da meine Freundin, ne? Was würdest du machen? Bauch weg und so. Was? Was würdest du bei dir machen? Ich würde, Digga, das mein... ist Fett weg. Boah, du kleiner Wichser, Alter. Das klären wir noch. Das klären wir noch, Alter. Leute, an der Stelle mal eine ganz kleine Ankündigung. Ich werde bald mit Daniel das heftigste Battle überhaupt machen. Was aber genau wird, erklären wir nochmal in einer anderen Folge oder in einem extra Video, glaube ich sogar. Mann.
Es wird zu hart, Leute. Also wir sind da gerade noch auf Sponsorensuche, damit wir das Ganze richtig machen können. Aber das Leute, Das wird unnormal, Mann. Das wird unnormal. Das wird heftig. Ich hab richtig Angst zu verkacken. Ja, du bist ja auch in einem Bild. Okay, ich habe noch einen letzten. Und zwar ist es jetzt wirklich der letzte und der beste. Und das ist die wichtigste Frage. Natürlich, Daniel. Ja, würdest du lieber Danji nicht kennen oder Revi? Sag nichts Falsches. Digga, das ist zu hart, Mann. Sag nichts Falsches! Ey, das kann ich nicht beantworten, Mann! Du musst dich da voll übertreiben! Was? Ich hasse dich. Ja, Junge, was soll ich denn da sagen? So, wenn ich den einen sage, verkacke ich beim anderen und. Weißt du, das Format ist so, wir machen so witzige Sachen. Wir sind Freunde. Ja, momentan habe ich viel mehr mit dir zu tun. Leute, ihr habt es gesehen, ja? Digga! Er hat viel zu lange nachgedacht. Hey, Mann! Eigentlich müsste es direkt kommen. Ja, für wen willst du dich entscheiden? Für deine Mom oder deinen Dad? Ich würde für die Familie. Halt doch einfach dein Maul. Leute, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Willst du irgendwas sagen? Nein. Halt die Schnauze. Ja, also. Ciao, Leute.